So, salü. Hallo? Wir testen mal, wie weit wir mit unserer Armee kommen. Ich glaube, wir werden sehr, sehr kurz das Vergnügen haben, eine Armee aufzustellen. Wir gucken einfach mal. Hier. Recruit Army One. So, Söldner haben wir natürlich immer noch die nur. Oh. Das sind andere. 100. 90.000. Wir haben, oh Gott, 49. Ich kann ja mal gucken, ob ich ein bisschen was eintauschen kann. So, was ist denn unwichtig? Das Geld? Oh, das gibt sogar richtig Geld. Mal 920. Oh, 100. 452. Möbel, alter Verwalter. 1200. Ich brauche halt so viel Geld wie möglich jetzt. 692. 92. Ja, ist egal, 690. So, Stonies. Unwichtig, unwichtig. Hätte ich nicht noch was anderes? So, was gibt's denn dafür? 133.000. Ich brauche 188. Ich habe 182, ernsthaft? Wirklich was. Also ich könnte natürlich auch mein Essen eintauschen, aber pff, was bringen mir denn 911? 17k. Okay. So, ich habe ja gespeichert. Also, wir holen uns Army, Recruiten. Ne, ich will nicht recruiten, ich will, ah genau, die hier. So, ich nehme einfach mal den, den und den. Confirmen. So, jetzt müssen die hoffentlich irgendwann kommen. Die Vorräte sind niedrig. Was? Verstehe ich nicht. Ach, da kommen auch noch andere Kosten mit dazu. Okay. So, 91, ja, bringt nichts. 137, zack. Feilschen akzeptieren. So, Weltkarte. Zack. Zack, zack, rekrutieren. So, und dann sagen wir. Ach so, okay. Wir führen Krieg gegen Blaschenstein. Declare War. Achso, ich muss natürlich auch akzeptieren. Ja, Betrayal, alles gut. Wobei, ich greife erstmal die Armee an. Boah, ich habe zero chances. Siebenundvierzig, warum? Ja, klar habe ich verloren. Wieso 147? Also die rekrutierte Armee hat ja schon mehr als 147, oder? Sechzig? Nee, das sind 90. Warum? Warum brauchen die Piwa? Die brauchen noch Essen. Und Essen habe ich wie viel? Na gut, 311, okay. Was ist, wenn ich den Truppenkoch nochmal hochpower auf 10? 311. Der produziert wie viel am Tag? 34. Also 32. Das ist gut. Wer verbraucht denn welchen? Ach, die Psychetree. Okay. Natürlich, die Psychetree.
Naja, gut, dann müssen wir noch mal ganz kurz ein bisschen Essen ansparen. Und eigentlich auch Piva. Ach, Piva ist so scheiße. Ich muss halt Getreide bauen, ne? So, aber nächstes Getreidefeld steht auch noch. Auch schon. Minus 82 Arbeiter. 10 Tage Essen. So, und was mangelt es denn hier schon wieder? The roads are tasteless. Sie hätten gern mehr Kannibalismus. Boah, das ist, also ich weiß nicht, ob ich Kannibalismus... Ich habe es noch nie gemacht, muss ich auch zugeben. Aber ich weiß nicht, ob das das ist, was ich in meiner Stadt gern hätte. Übrigens mal ganz kurz Kräuter verticken. An Blastenstein. Blastenstarn. 1000 Kräuter. Dankeschön. So, Hauptsache die... die Dings sind wieder voll. Eieiei, ich habe auch komplett... Möbel voll. So, da geht's nach unten. Möbel gehen jetzt runter. Sehr gut. Warum werden die Sachen eigentlich nicht eingelagert? Ach, weil ich keinen Arbeiter habe, ne? Ja. Because I need a worker. Worker. Ich kann natürlich wieder 78 sparen, ne? Dann wären wir bei... War ja fast null. Bisschen im Minus. Oh, ich habe keinen einzigen Stein mehr. Okay, das müssen wir mal ändern. So, jetzt sollten wir auf jeden Fall gleich wieder ein paar Steine haben. Ach, übrigens, die Wachposten, habe ich nicht welche, also neue gesetzt? Ah, das war das andere Spiel noch, ne? Was ich dann wieder laden musste. Nee. Nee, habe ich gebaut. Okay. Cool. So, minus 100. Was ist Mäuse melken? An was mal. Ja, okay, Regierung ist das Problem wieder. Da sind wir wieder auf dem absoluten Tiefpunkt. Ich habe auch nur einen einzigen Gem. Oh, guck mal. Construction wäre theoretisch soweit fertig. Also die Ressourcen. Wir müssen es nur noch aufbauen. Okay, dann können wir uns schon mal grob überlegen, wen wir uns als nächstes besorgen. Was müsste ich denn eigentlich in die Forschung noch stecken? Also eigentlich weiter Getreide. Wie viel habe ich? 600. 10%. Es gibt halt auch immer 10%, kostet aber schon ein bisschen was. Ah. Den Ausbilder fühle ich irgendwie auch. Ja, Work Safety kann man auch immer machen. Bogenbauern sehe ich nicht. Jäger sind schon ganz okay. Fischer kann man halt machen, die lohnen sich auch nochmal für Essen. Aber eigentlich müsste ich hier auf wirklich auf Getreide gehen. Oder halt auf das. Nochmal 10% mehr. Kostet auch gar nicht mal so wenig, ne? 325 für die zweite Stufe schon. Ach, ich kann auch Sachen deaktivieren. Ah ja, okay. 7000, 5000, 1800. So unfassbar teuer. Ach, ich weiß es nicht. Ich bin mir unsicher. Alter, ich habe 6 Gefangene. Die beiden Gerichte kommen schon wieder nicht hinterher.
Mann, Alter, das macht mich so traurig. Von was ist es denn abhängig, dass hier der Prozess gemacht wird? Das hier ist übrigens auch Quatsch, ne? Da kann ja maximal nur einer arbeiten. Klick, um Strafe zu ändern. Verurteilt zu inhaftiert. Verurteilt zu inhaftiert. Ach, die sind so. Die sind verurteilt. So, verstehe. Ich habe so viel Kriminalität. Warum meckert der eigentlich über... Wo habe ich denn das gerade gesehen? Hier. No punishment has been... Okay, was ist denn, wenn ich das nochmal baue? Die Stockade? Ach so, da müssen die zuerst hin? Bevor sie zum Gericht kommen, oder wie? Aber dann kann ich die auch gleich in den Knast bringen, oder nicht? Warum ist das zuerst wichtig? Also ich muss mal gucken, ob das jetzt so funktioniert, wie ich es mir vorstelle. Ich meine, ich habe gerade keine Gefangenen. Ich habe einfach minus 117 schon wieder. Oh Mann, Alter. Oh, ist das anstrengend. Okay, jetzt haben wir einen Gefangenen. Und der ist jetzt hier drin, ja? Ne, der ist nämlich nicht da drin. Okay, jetzt habe ich aber einen weniger. Oh, das sieht irgendwie so danach aus. Ach, das ist der Galgen, der hin und her wabbelt, ne? Okay. Ah, es geht ein bisschen bergauf. Also hier wegen Flitzen, du kannst übrigens mal freigelassen werden, ne? Ich weiß gar nicht, ob das auch was bringt, ja. Ein Unfall und es sterben übelst viele. Minus 124, alles klar, ich mache meine Ausbildung wieder zu. Ah, das geht ja gar nicht. Okay, minus 47 haben wir noch. Oh, wirklich, ich bin echt am struggeln, ob ich nochmal so einen Kindergarten baue. Was heißt denn eigentlich das hier? Geringe Auslastung. Reproduktionsfähigkeit. Was ist denn, wenn ich nochmal Cretonia-Dings mache? Cretonia-Züchter. Und zwar nochmal so einen riesengroßen. Achso, ich muss ja auch einen Eingang noch bauen. Dann kommen wir auf eine 46. Warte mal, hier kann ich auch noch welche bauen, oder? So, dann kommen wir auf eine 54. Können wir aus Holz bauen. So, ab dafür. Minus 50 immer noch. Aber jetzt sollte hier... Achso, scheiße, was brauchen die denn zu essen? Gemüse, glaube ich, ne? Ja, aber wir haben erstmal noch genug Gemüse drin. Ja, Getreidefarm läuft auch. Habe ich hier schon? Ja, reduziert. Ich brauche... Okay, Regierung geht hoch. Jetzt geht aber Bevölkerung runter. Warum denn das?
Wegen unrechtmäßige Tode. Okay, aber jetzt geht's wieder insgesamt nach oben. Jetzt sollte es auch gleich wieder soweit sein, dass wir Migranten dazu bekommen. 12 Tage Essen, hervorragend. Wie sieht denn theoretisch das Ganze hier aus? Alles klar. Da ist ein Überschuss auf jeden Fall vorhanden. So, Steine sind wir auf dem Maximum. Jetzt kriege ich auch mehr Kretonia. Minus 38. Minus 39, obwohl ich 3 neue bekommen habe. So, an was mangelt's? Oh, ich habe keine Stoffe mehr. Ach, weil der Schneider so übertreibt gerade, ne? Das können wir aber mal ganz kurz durch Handel ändern. Und zwar, ich brauche... Ich habe vergessen, 200? 15k, easy. Und dafür kriegt er hier 1000 Möbel. Oder, weiß ich nicht, 1000, 850 oder so. So, ab dafür. Minus 23. Okay, da sterben wieder 2. Oder sind in die Sklaverei verkauft worden? Weiß keiner. So, kommt, kommt, kommt. Ach, warte mal. Oh, minus 13 auf einen Schlag. Extreme Level today. To cool down. Ah ja, okay. Also es wird heiß. Aber an Hitze ist irgendwie noch keiner gestorben. Ey, sag mir nicht. Okay, danke. Ich wollte mich gerade beschweren. Warum sind die anderen schwer so unglücklich? Man weiß es nicht. Minus 11 aber nur noch. Minus 10. Minus 8. Minus 11. Minus 12. Minus 6. Ja, wird gleich wieder nach unten gehen. So, minus 1. 0. Och, endlich. Wir sind für eine kurze Zeit zumindest wieder im Plus. So, jetzt sind wir wieder arg im Minus. Ich mach mal 15. Ja, Serienmörder. 2 Augenzeugen wollen Tatort gesehen haben. Der Tatort wurde verhört und während der Verabstand verhält sich Ransel Wilmerson sehr verdächtig. Machen. So, Reproduction. Da werden überall erstmal die Gurken hingelegt. Ah, da kommen auch die ersten Babys. Oh, Serienmörder gefasst. Oh! Da wir ein Geständnis durch die peinliche Befragung haben, in Tosa wird Folge ein großartiger Tag für jeden. Eure Dondoria können wieder beruhigt schlafen. Oh! Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich den Serienmörder fasse, ne? Ansonsten habe ich immer auf Zeit gespielt. Na, natürlich, jetzt kommt die Dürre. Und gehofft, dass er einfach irgendwann abhaut. Was er meistens auch macht. So, Tilapia sind auch zufrieden. Schön. So, 30. Bitte. Danke. Ah, Tilapia 101. Sehr gut. Einen Arbeiter im Plus. We love it. Und wir sind auch gleich schon wieder in der Erntephase und haben überall noch... Ach nee, das wird schon wieder neu geerntet. Haben aber genug Getreide gehabt jetzt. Das sollte also ausreichen für das gesamte Jahr. Also wir können natürlich die Brauerei dann nochmal mit Manpower erweitern. Und eigentlich auch mit... Ach, was kostet denn das? Veredelung. Ist das die Verbesserung? Ne, das hier ist die Verbesserung, ne? So, scheiß drauf. Komm. Maximal. So, jetzt sollte ich hoffentlich ein paar mehr Pivas machen. Also ein paar mehr Biere. Was ist denn hier irgendwie los? Hier stehen noch Sachen. Ah ja, okay. Also, wir sind auf einer Plus-Seite. Jetzt endlich mal wieder. Ich hoffe, dass das Essen jetzt erstmal nicht nach unten sackt. Und
und wir weiter menschenmäßig nach oben kommen. Ich bilde immer noch aus. Achso, Bogenschützen, ne? Nö. Wieso habe ich denn noch einen Soldaten dazu bekommen? Ich bilde ja gar nicht mehr aus. Kurios. So, können... Ne, warte mal, das haben wir alles geupgradet, ne? Ja. Dann Essensstände habe ich, glaube ich, auch alle geupgradet. Sí, señor. Elbrunnen, aber dafür... Ne, doch, guck mal, da können wir jetzt auch upgraden. Der ist halt auch super small. Achso, der ist schon geupgradet. So, da mangelt's. Ich weiß gar nicht, warum wir jetzt auf einmal Lehm überproduzieren. Achso, weil ich hier irgendwann mal auf 30 hochgegangen bin, ne? Stimmt. Und ich, ganz ehrlich, ich hole mir mal ganz kurz ein paar Maschinenteile. Einfach, damit ich die Dings hinten nochmal verbessern kann. So, ich kaufe mir einfach mal 20. Ach, what the fuck? Alter! Alter Schwede, 10 Maschinenteile kosten mich die Welt. Eieiei, ist das teuer. Ich hoffe, dass die Maschinenteile nicht direkt alle weggehen. Yes, sehr schön. So, nochmal verbessert. Das heißt, wir produzieren jetzt... Oh ja, mehr als genug. Das heißt, wir könnten in der Töpferei auch nochmal ein paar Leute dazu holen. Ja. Super. Ah, und die Zufriedenheit geht auch hoch, weil, ja, Regierung gerade wieder gut ist. Ja, gut, ich habe ja den Serienmörder auch gefasst. Alles andere wäre ja Quatsch. So, wohnungstechnisch sieht es gut aus. Apropos, ist das Ding mittlerweile fertig? Ja, wir könnten den zweiten Nobleman uns holen. Wir nehmen mal einen Kretonia. Einen Jungschen am besten. Hier, Gruck Schuttwill. Alles Mögliche, um euch als Fischer zu dienen. Ja, ist gut, aber Gewicht, Größe, Anhänger von Krator. Als solider, modest, stolz, barmherzig, faul, konservativ und honorable beschrieben. Was? Zusammen soll Isodin rum. Ist nicht gemustert. Arbeit fleißig für eure Majestät in der Fischerei 5. Effizienz ist eine Priorität. Strebt es stets danach, ein Gemüsebauer zu sein. Denkt, dass ihr besser herrschen könntet. Wesentlich besser, um ehrlich zu sein. Okay, gut. Du wirst bitte mein neuer Minister für... Eigentlich für Baumeisterei. So, weil dann auch die Traglast hochgeht. Gibt es eigentlich immer noch Traglast als Dings hier? Das gab's früher. Ja, hier, ne? Ja, das hier wär's. Ach, du heilige Scheiße. 1200 für so ein paar kunstvolle Kackstraßen. Das ist aber weit weg. So, aber Traglast an sich geht jetzt hoch. Das heißt, wir brauchen weniger Arbeiter in den Lagerhäusern. Ach, apropos Lagerhaus. Wollte ich nicht mal das Riesending hier ausbauen? Das können wir tatsächlich sogar machen, ne? Ja, dafür habe ich unter anderem die ganzen Möbel jetzt. Das ist ja Bombe. Zack, 10 mehr. 14. Aber ich bin aktuell mal wieder in einer Phase, wo ich zufrieden bin. Die wird nicht lange anhalten. Aber wir gucken mal, dass wir irgendwie jetzt mit diesen positiven Einwohnerzahlen was ganz Vernünftiges hinkriegen. So, wir sollten jetzt hoffentlich auch ein bisschen mehr Nahrung drin haben. Ja, am Arsch. Wir sind immer noch bei 311. Wer verbraucht denn diese Ration?
Also außer der Psychologe. Konsumt. Sag mal, kann es sein, dass diese... dass irgendjemand hiervon... am Arsch, ihr dürft keine Ration haben. Und wahrscheinlich wird auch der... ach, wo ist er? Der hier wird... Nee, der hat keine Ration. Ja gut, und du kannst keine Ration haben. Nee, du kannst nur Pivo haben. Nee, dann ist es tatsächlich nur der eine gewesen. Andere Essensausgaben und sowas habe ich nicht, ne? Das hier eigentlich wirklich genutzt? Ich finde 10 irgendwie so ein bisschen viel. Dafür, dass hier keiner wirklich ist. Die sparen doch nicht wirklich was an, ne? Machen wir ganz kurz 20. Ich will mal hier ein bisschen Essen einlagern. Ach, ich habe auch keine Kohle. Das ist das Hauptproblem. Ach du Scheiße. Okay, dann müssen wir uns erstmal um Kohle kümmern. Den kann ich auch verbessern, oder? Ah, wenn ich den verbesserten Kühler hätte. Dafür brauche ich aber mehr Fläschlein. Okay, aber der Kühler, den können wir nochmal hochpushen. Ja, nett minus 8. Ah, der ist tatsächlich zu klein. Ich brauche einen großen oder einen größeren Kühler. Das bedeutet aber, ich brauche dann auch deutlich mehr Holzfäller. Okay, dann müssen wir jetzt... Oh, üppige Ernte. Ach, Opiumfarm. Naja, egal. Dann müssen wir den jetzt mal umbauen. Beziehungsweise neu bauen. Ich würde den vielleicht dann hier oben hinsetzen. Das machen wir aber nicht mehr heute, sondern spätestens morgen, wenn ich dran denke. Denn, ja, Ende der Woche heißt für mich, Aufnahme-Session ist erstmal wieder durch. Ich hoffe, bei der nächsten Aufnahme denke ich dran, dass ich hier den Kollegen umbauen wollte. Ja, und dann gucken wir mal, dass wir weiter vorankommen mit dem ganzen kleinen Örtchen hier. 1400 Leute knapp schon beherbergt, sind zu wenig, wir brauchen mehr, wir brauchen viel mehr und wir brauchen unbedingt eine Armee. Aber davon sind wir noch weit weg. Wir kriegen leider nicht mehr Leute. Ich könnte die alle rekrutieren, aber das bringt mir nichts. Die sind auch gut ausgebildet, aber es sind halt nur 75 und die kommen halt nicht wirklich weit gegen die 100 Schießen. Jetzt sind sogar 156 wieder. Von da drüben. Das geht so halbwegs voran. Ah ja, also wirklich super effizient ist es nicht, ne? So, sind jetzt hier zwei drin? Ja. So, packen wir nochmal welche nach Brackenberg. Oder nach Slieben. Ich weiß gar nicht, wie ich nach Slieben käme. Warte mal, wir machen mal ganz kurz noch zum Ende. Nein! Ah! 0, 1. Und hier kommt auch einer rein. Ich will nur wissen, wie viel Armee hier drin ist. So, okay. Schluss, aus, vorbei. Bis morgen. Schönen Sonntag euch. Adieu.